Ja, ich kann mich erinnern, Predrag Krunic und wir haben ja immer zusammen dann auch das Team aufgestellt. Predrag hatte das dann vorgestellt, dann haben wir es gemeinsam dann auch beschlossen. Wer ist der richtige Spieler? Da gab es so den einen oder anderen, ich erinnere mich unter anderem auch an Baines, wo wir gesagt haben, guck dir mal an, Baines, der springt von der Freiwurflinie ab, das ist ein Phänomen, so einen brauchen wir, so einen Spieler haben wir Baines verpflichtet, unter anderem. Und bei Ricky waren wir uns eigentlich nicht so ganz schlüssig, weil er sprach immer von einem Potenzial, und gesagt, außergewöhnlich, total diszipliniert, aber Predrag hat mehr gesehen als ich. Honestly, it was Predrag. He got on the phone with Ricky because when Oldenburg first offered, we weren't even considering it because that year Oldenburg was not in any type of Euro League and Ricky had never played on a team that was only in the local league. And he wasn't interested in that. He always wanted to play in a European league so that, you know, you get exposure from more coaches and et cetera and teams. And so when Oldenburg first came with the offer, we weren't really that interested. And then Predrag called him and he talked to Predrag and Predrag talked a lot about family. And that's what persuaded Ricky to come to Germany. And yeah, then we signed 3 years, which is unheard of, especially the first time you've been on a team, you know. But that also showed how much Predrag wanted him. And I think that made Ricky feel secure and appreciated. And so yeah, we signed 3 years. Ich glaube, ein Trainer, der das jeden Tag macht, erkennt einfach mehr von diesen Potenzialen, die noch in einem Spieler drinstecken. Und für Predrag war es unter anderem sehr wichtig, auch Spieler zu haben, die er leicht führen kann. Und Ricky gehört mit dazu zu den Spielern, die Vertrauen zu ihren Trainern haben müssen, aber die sich auch dann unter einem Trainer sehr, sehr gut entwickeln. Und Predrag war eigentlich der entscheidende Trainer im richtigen Moment, um Ricky dann den Schub auch nach vorne zu geben. Because I've been on teams before that where there were a few players that were there in the previous season. And I've always wanted that. And I've always been kind of the new guy coming in to a situation where sometimes the core group has been together the previous year. And I just wanted to experience that. And I think, and then just my conversation with Coach Krunic was, he really sold Oldenburg and really sold being part of the club and just being part of his system. And I just, you know, Kara and I just decided like we want to give it a go and see how it works to be on a team more than one season. Ja, wir haben das gewusst, das hat er in 3 Jahren 3 Clubs gewechselt und wo hat mir Predrag auch erzählt, ich kann mich erinnern, dass mit dem Vertrag über 3 Jahre damals war ich schon ein bisschen schockiert, weil wenn einer wechselt in 3 Jahren 3 Clubs und dann bietest du in 3 Jahren Vertrag direkt danach, ist ein bisschen seltsam, aber hat er gehabt. After that first year, it rained so much. I was not at all prepared for the weather here. And I remember telling Ricky, like, oh, I don't know if I can do this 2 more years. It's just so much rain. But here we are, 15 years later. Oldenburg zeigt ein ganz abgeklärtes, souveränes Spiel hier in Berlin. Und ist spätestens nach diesem Dreier von Ricky Pauling zurück in der Serie. Natürlich, wenn man gegen so einen Hochkaräter spielt als junger Spieler, dann ist das schon was Besonderes. Und dass ich das erste Mal auch wirklich wahrgenommen habe, war im Derby mit den Adler Dragons, als ich bei den Adler Dragons gespielt habe und uns er auch da ordentlich eingeschenkt hat. Auch damals schon, dass er einfach ein unglaublicher Athlet war. Unglaublich schnell, unglaublichen Drive zum Korb damals gehabt. Ja. Und das war, wie gesagt, ein knappes Spiel. Ich glaube, Predrag war damals der Trainer, wenn ich mich recht erinnere. Und man hat sofort gesehen, dass es wirklich ein Ausnahmeathlet ist. Ja. Und auch dieses Lächeln immer, das hat er damals auch schon gehabt. Ja. Immer gut gelaunt, ein fairer Sportsmann gewesen. Und war eigentlich immer eine Freude, mit ihm auf dem Feld zu stehen. Ja.
Ich glaube, er hat im ersten Jahr, als ich gegen ihn gespielt habe, die sind ja Meister auch, also er ist ja Meister geworden 2009, in meinem ersten Jahr, da hat er, glaube ich, in der ersten Halbzeit 28 gegen uns gemacht. Also das war so ein bisschen dann, glaube ich, richtungsweisend. Und Sekic, gutes Timing, nahm Schritt wieder da, Pauling ist frei, der Dreier, und der macht ihn, obwohl der E.J. Rowland noch vorbeisegelt. Viel Hanging Time von Ricky Pauling und dann nichts als Netz. Also Ricky Pauling, das ist ein guter Mann. Ja, 2009 war, glaube ich, für uns alle eine super krasse Saison. Ich kann mich natürlich erinnern an der alten Halle von Oldenburg, wo wir dann das Finale gespielt haben. Und da war er noch so unglaublich athletisch. Da war er so noch ganz neu in der Situation in der Liga. Er fühlt sich nicht fit und Mike Koch reagiert. Ich schau mal über den Monitor hinweg. Jason Strasser wird kommen. Ricky Pauling, der Dreier ins Gesicht von Yarbrough. I think it was just a combination of us. We had a lot of talent and just the majority of us being together the previous season. I think we were able to take the success of that season and kind of take the next step. In the 2009 season. I think we had a pretty good regular season. I think we ended like winning like 10 in a row or something like that. And we finished third, is that right? Yeah, finished third. And I don't know, we just felt like we were rolling. We had a confidence to us and we knew how we wanted to play. We knew our strengths, we knew our weaknesses. And the goal was never just to win a championship. It was always, okay, let's get to the playoffs, okay? Like, let's win this series, let's win the next series. And it kind of just kept going in our favor. And I think through it all, off the court, the guys were pretty good. And we had a good relationship. Most of them had families and kids, and so we would always get together. And I think it was one of the times where I experienced like just a difference in cultures and just backgrounds kind of blending together and kind of making it work. War total heterogen, diese gesamte Mannschaft. Da waren Typen dabei, die total anders tickten. Jekyll Foster, Gardner, Sekic, das waren irre Typen. Die konnte man nicht alle gleich nebeneinander stellen, sondern der eine war etwas zurückhaltend, der eine war mehr der strategische Führer, der andere war mehr der emotionale Führer. Und das war beeindruckend. Aber er passte zu dieser Mannschaft, weil er einfach auch diese Ruhe ausstrahlte. Ricky war immer derjenige, der Ruhe vermittelte, keine Hektik entstehen ließ, total konzentriert war, extrem diszipliniert war, konsequent war in der Umsetzung. Es war für Predrag leicht zu führen, leicht zu entwickeln, weil er setzte das 1:1 um. Das ist das, was ihn ausgezeichnet hat. Und Frazier fault Pauling beim Dreier. Lieber Winston Frazier, das war nicht clever. Als man dann ja ins Finale eingezogen ist, war es irgendwie so richtig greifbar, dass wir total besonderen Moment für die Stadt und für die Baskets hinbekommen können. Und ich glaube, das ist dann alles so zerplatzt, als wir das erste Spiel verloren haben zu Hause, wo ja eigentlich eine unfassbare Stimmung war. Und das wäre fast auch ein Rückspiel gewesen. Es ist vorbei. Die Bonner haben den Stil. Bonn gewinnt Spiel 1 in den Playoffs, in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft. Und dann ist man nach Bonn gefahren, irgendwie mit ein paar hundert Leuten. Dann hat man wieder das Ruder rumgerissen, dann in Oldenburg wieder zerplatzt und dann fährt man nach Bonn und hört auf dem Weg dahin schon, ja, die bauen hier schon alles auf, die feiern schon im Prinzip die Meisterschaft. Und da ist einem, glaube ich, das erste Mal bewusst geworden, so heute wollen wir heute denen so richtig die Feier vermiesen und dafür sorgen, dass auf dem Spielfeld, aber auch auf der Tribüne alles dafür getan wird, dass sie heute nicht Meister werden, die Bonner. Bonn war ready. Die ganze Organisation war ready. Klar, die muss das vorbereiten aus organisatorischen Gründen, aber das war mehr als Vorbereitung aus organisatorischen Gründen. Das war schon alles Vorbereiten für Feier und für die Medaille für Verteidigung und Amts.
zu feiern, die Meisterschaft. Und Ricky war einer von den Hauptverantwortlichen. Das hat nicht geklappt aus Sicht von Bonn. I think our goal was just, we're like, let's bring it back to Oldenburg. And then who knows what happened. And I don't know, it was just one of those games where I knew in warm-up, like, it was going to be a good one. Like, I knew I had a good feeling about how I was shooting. And it's just a situation where you make the first couple of shots, then that confidence goes. And I think, everybody was on the same page as far as we needed to win the game. And it was almost like a, kind of like a business trip. Like, everybody was like serious and focused, and we didn't really talk much. And just the bus ride, we were just focused, and we got to the game, and we were, I think there was no doubt in our mind that we were going to win that game, or that we needed to win the game. Er klappt jetzt bei Pauling aus der Ecke, ja. Pauling. Ja, das ist ein absoluter Klassenspieler. Pauling, das wird wieder sein 1 gegen 1. Das ist die Position, von der er es am besten kann, wo sie ihn immer wieder suchen. Und ein solcher Wurf zeigt einfach nur seine absolute Extraklasse gegen einen größeren, starken Verteidiger. Ja, das entscheidende Spiel 5. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich war wirklich so sicher, dass wir das Spiel gewinnen würden. Jeder Fan der Baskets weiß, was er da getan hat, wo er gesessen hat, wie der Spielverlauf war. Also es war crazy, ne? Das war, die Halle war voll, so viele Bonner Fans, so viele Olmer, das saßen nur Magenta und Gelb-Blau um die Ecken. Das war einfach crazy. Und wo wir das Spiel gespielt haben, das war wirklich so ein offenes Spiel gewesen. Ne? Das war wirklich, es ging nur hin und her. Pauling wird gefoult beim Dreier, macht ihn, der Mann ist unglaublich. Pauling ist unglaublich, der Mann. Wenn der mal heiß läuft, dann ist der nicht zu stoppen. Ah, man läuft damit. Alex King mit viel Selbstbewusstsein, Bowler mit dem, was er gerade seinem Coach in der Auszeit angezeigt hat. Ruhe bewahren, Chef. Ich mach die schon, ich mach die schon. Und er macht sie. Bonn mit 2 vor. Gardner, Ballverlust. Kolodziejski mit den schnellen Fingern. 3 gegen 3. Toller Pass. Kolodziejski auf Bowman. In den letzten 3 Minuten des Spiels, wenn ich 3 oder 4 Minuten des Spiels, das werde ich nicht vergessen. Ich stand gar nicht mehr, sondern ich war so auf den Knien vor der Bande und habe nur gesagt, krass, ich werde deutscher Meister. Ich so, boah, es ist crazy, ich werde echt deutscher Meister. Ricky Pauling hat direkt den Ball und spielt 1 gegen 1 gegen Jabro. Warum nicht? Filip Petković, eben noch vorbeigeworfen, Selbstbewusstsein, wieder vorbeigeworfen. Ricky Pauling ist da, nimmt den Dreier. Aber Jabro mit schnellen Fingern. Das sind so die Momente von Vincent Jabro. Eigentlich das ganze Momentum war auf unserer Seite. Und dann waren wir kurz davor, das Spiel zu verlieren. Und dann dreht sie alle in die Richtung wie ein Szenario von einem Sport-Basketball-Film und geht ganz in eine andere Richtung. Und passiert das, was hat keiner gedacht in die Halle. Just this feeling of, okay, we got it, okay, we don't got it. And then, like, I think we got down, like, a pretty good amount. And it started to get late in the game, and I just remember, like, nobody really panicked. We, like, we all wanted it so bad, and so, like, Pejak would always say, just like, okay, like, we got it. Like, just, it just takes, you know, one play at a time, one stop at a time, and let's just keep going. Bei schnellen 2 Punkten müssten sie faulen. Hoffen, dass Bonn wieder vorbei wirft. Jason Gardner. Pick and roll mit Sikic. Macht ihn selber mit Foul, gibt's das? Ja, unglaublich. Das war so eine Thermik, so richtig, die Temperatur sind, glaube ich, 3-4 Grad angestiegen, einfach weil alle so außer sich waren und vor Freude waren. Roland wirft ein, Strasser hat. Der Sieg von Oldenburg. Foster wird gefoult. Unglaublich.
ich kann es nicht sein, es kann wirklich nicht sein, ne? Wie sich so ein Spiel umkippen kann auf die andere Seite. And the way it played out in the end, like I still don't know how it happened, but it was a great feeling, but also almost like kind of unbelief, like I can't believe, like I'm standing here hugging everybody and holding the trophy, because I mean, I don't know the time and all this stuff, but like really late in the game we were down and it didn't look like we were gonna be able to win it. Letzten 4 Sekunden. 2008-2009. Hier ist Baumann. Da ist der Ziel. Ist das zu glauben? Foster! Der Mann Oldenburgs für die großen Momente. Der hat den Braten gerochen. Oldenburg ist Meister. 2008-2009. Ist das zu glauben? Der erste Heimsieg in dieser Finalserie. I remember 2009 was Amazing's first championship he's ever won. And he loved that group of guys. He was so close to his teammates and then also Pedrag. He was so happy to win that championship for Pedrag. I think it means the most to him. It means the most to me because it didn't happen before he got here. So on that, I like for him to embrace that and realize that he was, you know, that was his doing as well. You know, it took a team effort, but he had the drive and this is something that he really wanted. Ich glaube, was ich jetzt denke von meiner Sicht, dass halt diese Meisterschaft, was ihn ausgelöst hat, ja, und dass er halt eine Figur sein kann für Oldenburg und für die BBL und auch eine längere Zeit auch dann sich entschieden hat, hier zu bleiben.